Es ist dunkel, der Mond geht auf. Und die Legenden haben gesagt, Kreis wird eines Tages wieder Guts and Glory spielen. Und heute, Freunde, ist der Tag gekommen, an dem ich endlich wieder ein Spiel spielen kann, welches mir wirklich Spaß macht. Denn, wow, es wurde alles irgendwie gepatcht und es gab neue Updates. Und bis jetzt, Freunde, bin ich schon seit über 2 Minuten im Spiel, ohne dass es rausgetappt ist oder abgestürzt oder irgendwelche anderen schlimme Dinge passiert sind. Und wow, ist das cool. So, vielen Dank, dass ihr dabei seid, auch nach so langer Zeit, nach so langer Abstinenz. Und, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Freude dran. Lasst es mich wissen. Oh, im Dunkeln lassen wir sie explodieren. So, da ist das Fahrrad gelandet. Wir werden doch einfach mal auf Spielen gehen. So, ich schaue jetzt mal Halls of Glory. Was ist das? Das ist alles neu. Alles, Freunde, ist alles neu. Und so viel neue Scheiße habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also, und ich habe schon einiges gesehen, was neu ist. So, bevor wir uns jetzt hier irgendwie, jetzt hätte ich schon fast Keystraw eingegeben, weil ich schon so verwirrt bin. Für Kreis, kurz aber hart. Ich schau mal eben, ob ich hier irgendwelche Kreiskarten von vor 100 Jahren noch nicht gespielt habe. Dann würde ich das gerne tun. BBC Kreis. Viel Spaß, wer kommt bis zur Eichel? Habe ich die noch nicht gespielt? Weil, aber hier ist doch ein Daumen. Ich habe Daumen gemacht, aber nicht gespielt? Sicher? Oder vielleicht habe ich sie nie geschafft, das kann natürlich auch sein. Kreis-Hügelerlebnis. Bei allen Hügeln dieser Welt sind diese die schlimmsten. Ja, das wollen wir doch sehen. Moment, kann ich die hier on demand, kann ich die on the fly, kann ich mir die besorgen vielleicht? 0%? Ach, was ist das hier, Holzleitung, naja, habe ich irgendwas schon runtergeladen? Mr. T-Dobs für Kreis, kannst du es schaffen zu entkommen? Ach, das war die, ich erinnere mich, Mr. T-Dobs, es tut mir leid, die werde ich wahrscheinlich heute nicht spielen können. Der Youngstrip, die Youngstrip vergessen, die Frühlingsrollen zu kaufen, ab zum Smallmarkt von X6Q Players. Ich weiß nicht, ob er die Karte jemals in seinem Leben, weil hier gab es doch schon ein Dislike für die Karte. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. First Track für Kreis. Warum lädt er das nicht runter? Warum lädt er das nicht runter? Ist doch blöd. Spielen wir mal hier BBC für Kreis, damit jetzt überhaupt mal irgendwas passiert. Denn heute wird vielleicht auch der kleine Alois wieder auferstehen. In einer wunderschönen Radeltour durchs Reich. Ich wollte gerne in den Reichsbergen fahren. Was zur Hölle ist denn Jack und Jill? Alter! Oh. Und was ist das? Oh, hier so ein China-Helm. China-Helm für Alois und seinen Vater. Oh, Moment. Ich glaube, ich erinnere mich, das hier auch schon mal gespielt zu haben. Jingling! Vorsicht! Vollsicht! Ich bin jetzt Chinese! Oh, fuck. Was geht hier ab? Ich glaube, das war schon falsch, ne? Das war schon falsch. Wie konnte ich nochmal neu starten? Springen? 4 Meter? Okay, ich finde das noch alles. Leute, wir müssen uns da, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen reinwursten hier in dieses Spiel. Pfeiltaste noch. Ah, Moment. Genau, da musste ich nämlich direkt hier. Da musste ich direkt so machen und dann irgendwie so. Und. Oh, eine Kanone! Eine Kanone! Alter! Oh! Da lag, glaube ich, eine Milz. Alois! Alois, geht's dir gut? Wunderbares Gefühl, dieses wunderschöne Gefühl von Freude in meinem Körper. Bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, die war mal schwieriger, oder? Ich weiß es nicht. Oh, Alois! Ja, wunderbar! Siehst du diesen wunderbaren... Oh Gott, da ist es passiert. Und nun spritzt es wieder. Ich habe so lange nicht mehr gefahren. Aber so, Adolf hätte es so gesagt, deswegen. Der kleine Alois... Oh, 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 wunderbar. Vorsicht. Boah, also in der Realität hätte er noch gekotzt. Ob die kotzende Charaktere einführen können? Das wäre super witzig. Ey, Leute, gleich fahre ich aber mal... Dann fahre ich gleich mal so eine... Was schreit er denn so? Oh nein, ich habe meinen rechten Arm verloren. Ich wollte mich mit dieser asiatischen Kappe tarnen. Wo ist er hingeflogen? Naja gut, so weit ist er gar nicht geflogen. Alois, du bist so schwer. Du musst weiterfliegen. Hochgeschwindigkeitsbeinverlust. Okay, wir schaffen das. Alois, stell dich mal nicht so an. Oh mei. Was ist das? Was ist mit dem Jungen los? Ich weiß nicht, was der Junge hat. Dem geht's nicht so gut. Oh, was ist das? Ja, da kommst du ja gar nicht voran. Ja, oh ja mei. Ja, da habe ich den... Das war aber jetzt komisch. Das, Freunde, fand ich jetzt super komisch. So,
Aber, oh, der schiebt mich immer so zur Seite. Der schiebt mich immer so nach rechts. Ich habe so einen Rechtsdrall. Ich weiß auch nicht, wieso. Wird wohl an meiner Erziehung liegen. Hä? Hä? Da, diese Zaubersprints immer. Die suchen sich das auch aus, wann sie mal sprinten und wann nicht. Da guck, passiert ja gar nichts. Ich brauche Geschwindigkeit. Jetzt aber, komm. Ja, und jetzt aber, jetzt. Was ist das? Muss ich dann bremsen? Okay, ich werde bremsen. Ich werde bremsen. Mein persönlicher Rekord. Was ist das? Was ist? Wo ist? Oh, Moment. Oh Gott, ich glaube, ich habe da unten ein Loch gesehen. Ah ja, willst du mir wohl veräppeln, ey? Pass mal auf, was ich jetzt mache. Boah, abgeprallt. Ah. Aber ich glaube, da... Ja, doch, so mache ich's. So mache ich's. Ich scheiß auf den Salto. Ich bin nämlich ein Reichsradler der obersten Güterklasse. War, oh, Mine. Oh, oh, Reichsradler und Sachen. Und es dreht sich. Und... Oh. Oh. Mein Freund, der Alois. Damals, als wir baden sind, oh Gott, ist einfach hinten auf meinem Rad geplatzt. Alles, mach dir nichts draus. Alles wird gut. Oh, pf, Alter, wie komme ich denn da? Wie komme ich denn da hoch? Das Rasierding ist einfach wegrasiert. Ach, da ist. Das konnte ich jetzt nicht sehen. Das sieht man ja von unten gar nicht. Hallo, warum exploden? Und warum. Oh. Das ist. Oh, oh, oh. Alois, das packst du doch! Oh mein, was ist das jetzt für Scheiß, für Schmorren? Au! Oh, wie komme ich noch. Oh! Okay, mir ist nichts passiert. Alois, mir geht's gut! Keine Angst, deinem Vater geht's vollkommen in Ordnung. Wieso? Wieso macht er da so einen Ritzel? Boah. Oh, Alois. Vorsicht, ich sterbe gleich. Und du weißt, er stirbt, scheißt sich in die Hose. Okay, zum Glück bist du weggerutscht. Oh. Wenn du einen Krankenwagen rufst, dann nicht mit vollgefurztem Gesicht, mein Sohn. Oh Gott. Was ist... Haha, Trapping hier, Alter. Bam, Spawn-Trapper, leck mich. Boah, ey, so kann ich nicht spielen. So kann doch kein gesunder Mensch... Ey, jetzt erklär mir bitte mal, wie man da hochkommen soll. Das ist ja technisch völlig unmöglich. Warum ist hier ein Haufen Kot? Und ein Zylinder? Oh, fuck, ey. Boah, nee, tut mir leid. Das kann ich so nicht durchgehen lassen, Leute. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Das geht doch gar nicht. Du fährst da hoch, hinter dem Ding ist da immer voll die Ritze. Was ist denn hier? 15 Hüte kann man freispielen. Das ist ja krass. Aber ich komme nicht wieder raus, oder was, John und Jimmy? Respawn, Strecke ändern. Ändern wir mal die Strecke und schauen mal. Ich habe gar nicht Enter gedrückt. Was will denn er jetzt von mir? Oh, Leute. Ich habe gedacht, das Spiel funktioniert wieder. So, da bin ich wieder. Wir spielen das Hügelerlebnis, würde ich sagen. Ich spiele jetzt mal das Hügelerlebnis. Dann schauen wir uns die wunderschönen Berge an. Aber jetzt nehmen wir doch mal Jack und Jill, würde ich sagen. Hallo, Jill. Jack, farbige Folge. Ja, Jill, kein Problem. Jill, bist du noch da? Jill, was ist mit Jill passiert? Oh nein. Jack, du musst uns helfen. Jill, kein Problem, halt dich einfach fest. Oh, oh, was ist passiert? Oh nein. Okay, alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Hallo? Okay, ich glaube, es ist alles gut. Oh! Oh. Boah. Boah. Für ein Kind hat er aber eine ganz schön männliche Stimme, hä? Der kleine Bur. Immer dieses Spawn-Getrappe. Nimm das Kind! Nimm das Mädchen! Oh, ich habe den Wagen abgemacht. Und ich habe einen Arm abgemacht. Okay, kein Problem. Ohne Arm kommen wir schneller voran. Oh, was ist das? Hilfe! Hilfe, Jill! Ja, was ist das denn jetzt? Jill, bleib da liegen! Ich mach alles in Ordnung. Oh! Brutal. Das ist brutal.
Okay. Der, Kill. Kill. Oh. Okay. Vielleicht brauche ich einen anderen Driver. Oder warte, ich mach den Wagen ab. Ab. Was? Kill. Kill, du musst da warten. Wartet auf mich. Oh nein, warum? Warum? Was ist denn? Wir müssen ja erstmal warten hier einen Augenblick, hä? Wollt ihr mich natzen? Oh, Leute, baut doch nicht so Level, die kaputt sind. Oh Mann! Ich hasse das! Ich muss den Fahrer wechseln. Ich möchte gerne mit Adolf spielen. Und ich will einen Zylinder. So. Oh. Weißt du, gerade im ersten Versuch geschafft? Ja. Jetzt komme ich nie wieder hin. Was ist denn das, Leute? Oh Gott. Wo ist die scheiß Turbo-Taste da? Zylinder, 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 Zylinder. Zylinder, Zylinder, Zylinder. Haha, niemand kann uns was. Kleiner Mann, hast du das gesehen? Das war ein Wheelie. So was macht man in Amerika, die Schwarzen. Oh Gott. Oh, mein Arm. Oh. Ganz kurzer Stoß. Hier kriegen wir ein Turbo. Oh, oh, okay. Alles gut, kleiner Alois. Beruhig dich. Halt dich bedeckt, mein Freund. Da stand irgendwer. Halt dich bedeckt. Ey, das ist doch nicht dazu gebaut, um da wirklich hochzukommen, oder? Das ist doch nicht gebaut, um da hochzukommen. Da kann's mir gar nicht, kann mir gar nicht erzählen. Ist doch alles Getrappe hier, oder? Wenn die Leute einen verarschen wollen, ne? Ich werde heute noch eine Map zu Ende bringen, aber wahrscheinlich keine selbstgebaute. Oder nach dem Update funktioniert vielleicht alles nicht mehr so richtig, wie es mal gebaut war oder so. Keine Ahnung. Jetzt wartet doch mal, lasst mich doch mal vorn. Kann man da noch irgendwie hinten rum? Ich schau mal, ob ich da hinten rum kann. Aua. Hinten rum! Oh, aber mit Turbo. Boah! Alter! Wie kann man denn das Ding, Alter? Ja, nimm den Jungen. Nimm den Bur. Au! Ja, au. Boah. Ich wollte nur mal gucken, ob man hinten rum kann. Aber anscheinend nicht. Alois, wir können nicht hinten. Nein. Oh mein Gott. Das Ding, der funktioniert nicht. Wurde das getestet? Hat das mal geklappt? Ja, ja, ja. Ja. Er schafft es. Wheelie, hingefallen. Nicht hingefallen. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, da fliegen die. Guck mal, da fliegt der richtig viel Kadaver, fliegt der jetzt. Nice. Sehr nice. Wunderschön. Cool. Alter. Boah, Leute. Das war schon heftiger Scheiß, ne? Also. Strecke ändern. Wir ändern mal die Strecke. Warte mal, das kann ich ja mit der Maus machen, glaube ich. Nicht, dass ich ihn da wieder durcheinander bringe, den Guten. Sortieren bei Neueste. This is a garbage. Na gut, die habe ich ja dann alle noch gar nicht runtergeladen, ne? Wie soll ich das denn... installiert. Schauen wir mal nach installiert. Gibt es Karten, die ich installiert habe? Death Dares. Oh Gott, die haben wir nie geschafft, die Death Dares. North Korean Border haben wir auch nie geschafft. Heatherland, weiß ich nicht, ob wir die immer... The Most Fantastic Nightmare. Oh Mann, Karten, der Meat Grinder. Okay, das bringt uns so nicht weiter, Leute. Ich lade mal eben ein paar Karten runter. So, alles erledigt. Wir spielen Come to Your House if you can, würde ich sagen. So, oh, guck mal, da war noch so ein wabbeliges Stück Fleisch am Boden. Ein bisschen Schwarzfleisch. Oh, guck mal, ich hätte gerne den Haufen Kaki. Achtung, Kingi, Vorsicht. Oh, 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 mach keinen Scheiß da hinten. Mach keinen Scheiß da hinten. Verhalte dich bitte ruhig. Oh, was hast du getan? Wir sind alle umgebracht. Alter. Okay, kann ich auch da lang? Ja, cool, Leute. Jetzt kann ich ja quasi durch die Mitte... Aua.
Warte mal. Bleib doch. Warte. Oh Mann. Ich lasse das Kind mal da. Was? Mir ist nichts passiert. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe irgendwie Gleichgewichtsprobleme ein bisschen. Ich habe irgendwie, stimmt da was nicht mit dem Jungen? Okay, jetzt geht's. Okay, ich bin vollkommen in Ordnung. Alles ist gut. Alles ist gut, Mama. Ach, Junge, brauchst du ein Pflaster? Nein, nein, es ist okay. Das krustet wieder zusammen. Der rote Pfeil sagt, ich soll da durchfahren. Das mache ich doch. Hallo. Ah, wunderschön. Okay, okay. Einfach drüber gefahren. Ich bin unbesiegbar. Boah. Ja, ich bin erstaunlich. Alter, ich hab's geschafft. Naja, gut. Ich bin halb ins Ziel gekommen, aber ich fand's okay. Ich fand's okay. Ich denke, das sollte okay sein. Also mit Controller ist das natürlich alles sehr schwierig hier, ne, zu kontrollieren. The speed limit. This is a super speedy level to test out how the game can handle the kind of speed. I mean 500 till 1000 miles per hour into the air. Okay, versuchen wir das doch mal. Versuchen wir das doch einfach mal mit Kacke auf dem Kopf und der Yanks. Priscilla! Jetzt geben wir Vollgas! Vollgas! Oh Gott! Boop. Super extra klasse. Naja gut, das war jetzt glaube ich nicht so der Hammer, aber wir fliegen noch sehr, sehr weit schön in die Luft. Wunderschön, also ich denke, heute werden alle pünktliche Essen bekommen. Strecke ändern, bitte. Ich könnte jetzt mit jedem fahren, aber das scheint ja irgendwie... Warum ist denn die unter den Top bewertet gewesen? Ich habe die bei Stimmen... Naja, gut. Ich werde bestimmt nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine Community in Frage zu stellen. Heathered Land, the land filled with heathers. You must outwit all the dangers in the level, or you will pay the price. Habe ich das schon mal gespielt? Das Heathered Land? Cube of Pain habe ich nicht, habe ich aber auch nicht runtergeladen. Na dann spielen wir doch mal nochmal das Heathered Land. Vielleicht passiert ja irgendwas. Oh, ein Heiligenschein. Wunderbar! Endlich habe ich ihn bekommen, Alois! Endlich ist es soweit! Und auch die Menschen im Himmel haben anerkannt mein Werk, welches ich vollbracht habe. Oh, oh. Oh, oh. Alois, wieso schmeißt du dich nicht verhindernd vor deinen Vater? Wie ich es dir beigebracht habe. Jetzt denke ich immer, da liegt eine Mine. Butz! All the hazards. Ich habe das Gefühl, bei diesen Piratenkanonen ist es auch irgendwie völlig so ein bisschen luckily random, ne? Will der mich natzepatzen? Das klingt irgendwie jüdisch. Natzepatzen? Matze Knittel, willst du matzepatzen? Oh, 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 Matzepatzen. Oh, oh, yes, yes, yes. Nice jump, nice jump. All the hazards. All the hazards. Oh Gott. Oh Mann, jetzt müsste so eine Musik kommen. You're the best. Okay. Turbo. Ich mach Turbo und Auge. Heatherland! Geschafft! Wo ist das Ziel? Was ist passiert? Wieso? Ich bin doch da durchgefahren. Will mich doch total fertig verarschen. Oh Gott. Oh. Alles diesen Trick nennt man das fliegende Röhnrad. Ich wollte es damals Dröhnrad nennen, aber die Leute haben gesagt, das verweist zu sehr auf illegalen Drogenkonsum. Yes. Yes or no? Fiek. Wir schaffen das jetzt. Ich werde es tun. Für den kleinen Alois. Oh, boah. Der kleine Alois, den hat's wieder zerlegt. Die haben ja voll die Gedärme eingeführt und so. Okay, bis jetzt geht's ja, Leute. Bis jetzt konnte ich zweimal 15 Minuten... Nee, also einmal 15 ohne abzustürzen. Ach, lecko mio. Da war ja ein bisschen zu schnell. Ich mag das nicht, wenn du so schnell fährst. Dann tust du weh, du musst doch schwärzen, du musst doch keinen Spaß. Ey, was ist das? Ich hab... Einer lebt noch, oder? Es ist noch nicht offiziell. Puff.
okay. Püff, dort ist gescheppert. Vorsicht. Püff. Oh. Oh. Zu weit. Zu weit. Zu far away. Oh Gott. Das war eine Dröhnung, Freunde. Das hab ich kommen sehen. Du musst hier die Geschwindigkeit musst du hier vorne so regulieren, dass du da hinten dann in den. Oh. Naja, nicht so. So geht's kaputt. So, Freunde, jetzt aber. Jetzt aber. Alle Menschen da draußen. Ihr müsst sagen. You can do it. If you really want. Leute, ich versuch's mal mit den Youngs. Priscilla? Ja, Papa? Priscilla, bist du beleidigt? Bist du fertig? Oh, Priscilla, Vollsicht! Vollsicht! Oh, oh, sehr gut. Priscilla, das hast du gut gemacht. Okay, vielleicht ist es nicht so geplant, aber... Priscilla! Oh, 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 oh. Priscilla, deine Mutti, die hat ein Problem. Der hängt den Fuß raus. Warum hängen denn allen die Füße raus? Yes! Sehr sexy. Hallo, wink den Leuten. Oh, nein. Wunderschön. Strecke ändern. Freunde, ich würde sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs heutige Zusehen. Wir werden ganz viele Karten machen. Ich weiß nicht, ob jemand noch Bock hat, welche zu machen, weil es ja jetzt schon länger her. Aber es wird auf jeden Fall jetzt so, spätestens alle 2 Tage werde ich eine Folge aufnehmen. Vielleicht sogar jeden Tag. Es kommt drauf an, ne? Ihr wisst, wie es ist, wie das Wetter ist, wie viel Zeit ist, wie viel wir das Kind im Garten machen. Naja, ihr wisst schon. Trotzdem habe ich euch alle lieb. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank für eure Bewertungen. Haut euch nicht gegenseitig tot. Und ihr wisst ja, alles, was ich hier mache, ist rein auf komödiantischen Ertrag aus und spiegelt nicht die direkte Meinung meiner Persönlichkeit wieder. So, fertig. Ende. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Büp.